die Frau Bürgermeisterin, hallo. Wie geht es Ihnen denn heute? Mir geht es gut. Vielen lieben Dank. Da scheint wohl keiner zu Hause zu sein. Heute Nachmittag ist schlecht, Frieda. Ich muss doch mit Lena zum Kinderarzt. Ach, Martina, dann lass uns das doch einfach auf nächste Woche verschieben. Du entschuldigst mich kurz? Martha ruft an. Hallo, Martha. Was gibt es denn? Ich bin gerade im Village Point. Martha will mit mir reden. Scheint irgendetwas Wichtiges zu sein. Oh je, also wenn Martha dich anruft, dann muss es echt sehr, sehr wichtig sein. Ja, ich bin noch dran. Du kannst gerne vorbeikommen. Ich nehme mir die Zeit. Okay, bis gleich. Ciao. Und, was hat sie gesagt? Ja, nur, dass sie mit mir reden muss. Es sei ganz, ganz wichtig und dringend. Kannst du mir bitte noch einen Kaffee machen? Magst du auch etwas essen? Nein, danke. Hallo Martha, schön, dass Sie gekommen sind. Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung, wie Sie das jedes Mal machen, aber irgendwann komme ich hinter Ihr Geheimnis. Das verspreche ich Ihnen. Sie klangen am Telefon, als seien Sie in Sorge. Was haben Sie denn auf dem Herzen? So einiges, meine Gute, aber dabei können Sie mir bestimmt nicht helfen. Kommen wir jetzt zur Sache. Martina, Sie wissen ja, die berühmte Journalistin Ayana Avolovo kommt zu uns nach Plymouth City. Ja, und was habe ich jetzt genau damit zu tun? Naja, die amtierende Miss Plymouth City liegt gerade im Krankenhaus und kann Miss Avolovo nicht in Empfang nehmen. Und da wollte ich fragen, könnten Sie das eventuell übernehmen? Oh, das ist aber kurzfristig. Ich weiß, und da wäre noch etwas. Es geht um das Herz von Plymouth City. Manche sagen, sie hätten nie zusammengefunden und andere sagen, sie hätten sich wieder vereint und es mit ihrer innigen Liebe zustande gebracht haben, dass damit jedes Jahr an Halloween in Plymouth City die wahre Liebe erblüht. Sie beenden diese Geschichte jedes Jahr immer wieder gleich, Martina. Ich kann nicht anders, ich liebe einfach diese Geschichte. Naja, was ich eigentlich sagen wollte ist, könnten Sie das Herz von Plymouth City aus dem Rathaus holen und hier ins Village Point bringen? Das wäre super nett von Ihnen, Martina. Ja, kein Problem, das werde ich dann heute noch machen. Oh je, ich denke mal, dass ich heute noch einen straffen Zeitplan haben werde. Sage mal, soll ich mit Lena zum Kinderarzt fahren, dann hättest du etwas mehr Zeit? Ach, das ist ganz lieb von dir, aber lass mal, Frieda. Du, ich mach los, okay? Also dann bis später, ciao. Hallo Sibylle, ich wollte mal fragen, wegen der Halloween-Party, hast du dich denn schon entschieden? Oh, es tut mir leid, Martina, ich habe MJ noch gar nicht gefragt. Ich habe den Kopf so voll mit anderen Dingen. Ich hatte nicht einmal mehr Zeit, mein Schaufenster neu zu dekorieren, aber jetzt habe ich es geschafft. Kannst du mir bis Ende der Woche Bescheid geben? Mache ich, Martina. Oh, ein Brief von seiner Großtante. Da wird er sich aber freuen. Mama, wir sind wieder zu Hause. Das ist ja komisch. Mama ist gar nicht da. Sie wird bald kommen, Sarah. Vielleicht musste sie auch noch einmal weg und kommt erst später nach Hause. Sie muss mit mir ja heute noch zum Kinderarzt. Hallo, Trixie. Was für eine stürmische Begrüßung. Komm, Felix, wir machen Hausaufgaben in meinem Zimmer. Mama muss auf jeden Fall schon zu Hause gewesen sein. Hier liegt ein Brief auf dem Tisch für Papa. Siehst du, sie wird bestimmt nur schnell einkaufen gegangen sein. Mit welchen Hausaufgaben fangen wir an? Wollen wir mit Mathematik anfangen? Dann haben wir das Schlimmste hinter uns. Ja, okay. Hallo, Sie müssen Frau Avolovo sein.
Herzlich willkommen in Plymouth City. Ja, Ayana Avolovo. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Und Sie sind Frau Mattes? So ist es. Kommen Sie doch bitte mit rein. Wow, was für ein schönes Zuhause Sie doch haben. Dankeschön. Möchten Sie einen Kaffee? Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Nehmen Sie bitte Platz. Ich setze schnell den Kaffee an. Bitte schön. Und Sie sind hier, um über das Herz von Plymouth City zu schreiben? Ja, ganz genau. Es gibt ja so viele Sagen darüber, dass man ja schon gar nicht mehr weiß, welche Geschichte die wahre ist. Ich bin mir sicher, dass die Einwohner von Plymouth City Ihnen bei der Suche nach der Wahrheit helfen werden. Möchten Sie das Herz von Plymouth City gerne einmal sehen? Wenn es Ihnen keine Umstände bereitet? Nein, es ist doch schon hier. Wow, das ist wirklich das Herz von Plymouth City. Ich kenne es zwar von einigen Fotos, doch sie werden dieser Stadt nicht gerecht. Man sagt, Bilder sagen mehr als 1000 Worte, aber manchmal macht einen die Realität sprachlos. Oh, ich glaube, Mama ist da. Oh, das ist ja klasse. Ich habe riesen Hunger. Mama, bist du da? Entschuldigen Sie mich bitte einen kleinen Moment. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Du bist ja zu Hause, Mama. Hab dich gar nicht kommen hören. Wo warst du denn? Ich war unterwegs, Lena. Ich muss dann auch gleich nochmal fort. Papa soll mit dir heute zum Kinderarzt gehen. Okay. Oh, Sie wollen schon gehen? Die Redaktion hat angerufen. Nochmals lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und für den Kaffee. Ach, das ist aber schade. Ich begleite Sie noch zur Tür. Ich wollte noch nachfragen. Ich habe leider noch keine Unterkunft. Könnten Sie mir eine empfehlen? Ich kann Ihnen das Palace City Hotel empfehlen. Es wird Ihnen gefallen. Kinder, ich mache nochmal los. Ich bin in circa einer Stunde wieder da. Mama, kannst du uns was zu essen machen? Wir haben Hunger. Das würde ich gerne, Lena, aber ich muss los. Macht ihr euch bitte ein Brot. Wenn Papa nach Hause kommt, der soll euch eine Pizza in den Ofen schieben, okay? Alles klar, das sage ich ihm. Hallo, Frieda. Hallo, Martina, du bist ja schon wieder da. Ja, und ich habe das Herz von Plymouth City dabei. Sage mal, ist Martha noch gar nicht da? Martha hat angerufen. Sie lässt sich entschuldigen. Sie kommt 5 Minuten später. Wenn du es schon einmal dabei hast, dürfte ich mal einen ganz klitzekleinen Blick drauf werfen. Okay, seid ihr bereit? Ach, jetzt mach endlich diese Kiste auf, Martina. Ta-ta-da. Das ist eine Katastrophe. Das Fest ist schon nächste Woche. Das Herz konnte zu keinem besseren Zeitpunkt gestohlen werden.